با عرض سلام، من از ایران اومدم، یک فعال مدنی و حمایت از حقوق زنان هستم که در ایران متاسفانه نمیتونستم فعالیت کنم و ناچار شدم از ترس جونم به اینجا بیام. Guten Tag, zuerst, ich bedanke mich, Sie sind hier alle. Ich komme aus dem Iran und ich habe in Iran wegen die Frauenrechte gekämpft durch meine Arbeit und dort konnte man nicht weitergehen. Deshalb ich habe meine Heimat verlassen und nach Deutschland gekommen. الان که به مدت 6 ماهی که اینجا هستم باز میبینم که چقدر فشارهای روانی و روحی به روی زنهایی که اینجا دخترها و خانمهایی که اینجا هستن وجود داره و متاسفانه من نمیتونم کاری بکنم و خود منم درگیر همین فشارها هستم و از وقتی که اینجا اومدم دچار استرس و بیماری روحی شدم و هر روز از هر سینی که پلیس منو به کشور خودم برگردونه و اونجا در امنیت نیستم اصلا شبا خواب ندارم. یک ماه در بیمارستان بستری بودم ولی متاسفانه هنوز حالم خوب نشده و میبینم که خانمای زیادی هستن که حتی با خانواده اومدن، دختر خانمایی هستن که همینجوری استراب دارن و با استراب دارن زندگی میکنن. Ich bin 6 Monate in Deutschland und die ganze diese 6 Monate wie in Iran bin ich unter Druck. Unter Druck von Angst, Unwissenheit und ohne zu wissen, was passiert, dass wir die Zukunft. Ich konnte in diesem Form in Iran so verstehen, aber hier verstehe ich nicht. Wieso können die Leute hier oder Beamten hier uns nicht so verstehen? Ich bin nicht die Einzige hier in diesem Lager, leide ich durch die Unterdrückung, sondern viele Frauen und Mädchen hier in die Lage, sie haben von Angst, sie leben in unter der Angst und Unterdrückung und physisch sind meistens krank. Ich bin auch selber einen Monat krank gewesen in diesem Bereich, im Krankenhaus gewesen und wieder nochmal versuche ich auf meine Beine kommen und leider durch die Sprache, das kann ich nicht mit dem die Frauen und die Mädchen hier in die Lage zusammenreden und eine Lösung finden. طبق قانون حقوق بشر حق هر انسانیه که آزاد و هر جا که دوست داره زندگی کنه و عقایدش رو بدون ترس عنوان کنه. ولی متاسفانه من از وقتی که اینجا اومدم همش با ترس زندگی کردم. باید یک فرقی بین آزادی که در اروپا هست و در کشور من هست وجود داشته باشه. ولی من این فرق رو هنوز لمس نکردم و احساس نکردم. Durch die Menschenrechte, jeder Mensch hat Rechte, wo sich wohlfindet, arbeiten kann und leben kann mit anderen Menschen. Das habe ich so in Iran gelernt und lange Zeit darüber, über die Unterdrückung in Iran geredet. Seit diese 6 Monate hier, ich habe nicht diesen Unterschied zwischen die sogenannten demokratischen Länder in Deutschland und Iran, diesen Unterschied gefunden habe. Ich finde keinen richtigen Unterschied zwischen hier und dort. Hier lebe ich auch in Angst und jeden Tag muss ich Angst zu haben, vielleicht mich wieder noch was zurück in Iran zu schicken und Unwissenheit zu schicken. Das finde ich einfach traurig. از همه شما تشکر میکنم که با ما همدردی کردین و امیدوارم که یه راه حل مناسبی برای ما پیدا بشه. Ich bedanke euch hier und ich hoffe, dass ein Lösung zu finden und gemeinsam ein Lösung zu finden, ein Weg wie Menschen, wo die mit Hoffnung lange Zeit bis hier und da gehen. Eine Lösung zu finden, so wie schon die anderen Menschen leben. Ich bedanke euch schon. Das wollte ich auch gerne 2-3 Sätze auch zu reden.
Ich bin seit 30 Jahren hier. Vor 30 Jahren haben wir nun erstmal demonstriert für eine Abschiebeknast Buren. Und Gott sei Dank, jetzt jeder Staat in Deutschland hat eine Abschiebeknast und solche Zentrum. Und das muss man auch, die Beamten müssen sich schämen, nicht die Menschheit hier. Weil die Menschen in Deutschland und weltweit, sie wollen Frieden und Freiheit zu leben. Und auch solidarisch zu erklären, genauso wie jetzt heute Sonntag so viele Menschen hier da sind. Ich bedanke euch. Und ich denke, ohne zu wissen, die Fluchtursache bekannten, das können wir hier ein paar natürlich helfen. Aber diese Hilfe muss zurückgehen, die Kriegsursache, die wirklich die Fluchtursache, die eine von Krieg ist. Und Deutschland ist das auch eine von Kriegsträger. Dagegen diesen barbarischen Krieg weltweit zu demonstrieren und diesen Krieg abschaffen.